Hi, was geht, Leute? Hier ist Johnny Mo. Schön, dass ihr wieder hier seid. Und ho, 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 ho. Heute ist das Winter-Update gekommen und ich würde sagen, wir gucken uns heute einfach mal ganz spontan an, was überhaupt gekommen ist. Und wie ihr seht, alles weiß. Das ist die neue Karte. Das ist im Prinzip die Winterkarte, die jetzt dazugekommen ist. Sieht ein bisschen aus, ich würde sagen, von den Bergen her wie die Tropenwelt. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, könnte auch, ja, der Laubwald sein, der einfach, ja, in Schnee bedeckt ist. Und, was wir jetzt uns angucken können, ist die neuen Sachen, die gekommen sind. Es sind relativ viele Sachen gekommen, also erstaunlicherweise. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht nur eine Attraktion oder so kommt. Aber es ist verdammt viel gekommen und das zeige ich euch heute mal. Als allererstes das Allerwichtigste, was ihr jetzt vielleicht schon seht, das ist der neue Gehweg hier. Der rustikale Kiesweg, den gab es vorher nicht. Und der ist jetzt hier, den kann man hier so reinmachen. Ja, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen. Er sieht einfach nett aus und man kann, weiß ich nicht, schöne Lollipop-Wege hier machen. So. Und wir gucken mal, was dann sonst noch gekommen ist. Vor allen Dingen die Attraktionen sind ja vielleicht interessant. Da haben wir unter anderem ein neues Schienenfahrzeug. Beziehungsweise zwei neue Schienenfahrzeuge. Einmal hier das Iron Horse. Das ist im Prinzip sowas ähnliches wie der Conny Express. Nur meiner Meinung nach ein bisschen schöner. Und zwar, ich mache den mal nebeneinander hier. So. Guckt euch das mal an. Das ist die neue Lok, die gekommen ist. Ja, die sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber der Teufel liegt ja im Detail. Und wir sehen zum Beispiel, dieser Schlot hier ist ein bisschen anders. Vor allen Dingen die Dächer gefallen mir zehnmal besser als die vom Conny Express. Da haben wir hier beim Conny Express ja, weiß ich nicht, so ein Bierbanktuch, weiß ich nicht. So eine komische Folie halt, was wir hier bei dem nicht haben, beim Iron Horse. Das ist einfach hier, ja, eine Metalldecke. Und vor allen Dingen, wenn man mal reinguckt, Beleuchtung. Hey, cool. Haben wir hier beim Conny nicht. Da sind einfach nur so Metallstreben. Ja gut, das ist auch Beleuchtung, aber guckt euch mal diese Ikea-Lampe an. Geht gar nicht. Wir haben hier richtig coole Lampen und so, das sieht richtig toll aus. Tolle Bänke. Sind im Prinzip so Holzbänke, während wir hier ja auch Holzbänke haben, aber die sind so nach links und rechts ausgerichtet. Der Zug gefällt mir einfach besser. Und vor allen Dingen hat er hier so schön Holz drin. Damit kann man ordentlich was anfangen. Ja, er gefällt mir einfach besser. Auch hier dieser Bügel. Ich kenne mich mit Zügen nicht aus. Keine Ahnung. Aber das Ding sieht auch cooler aus, finde ich, als das Ding. Also grundsätzlich finde ich den deutlich hübscher. Der Conny Express passt vielleicht aber eher in die Weihnachtswelt, sage ich jetzt mal, als dieser Zug. Der passt eher in die Westernwelt. Aber der ist jetzt erst gekommen. Naja, macht ja nichts. Das ist auf jeden Fall die erste Neuerung an der Attraktion. Dann haben wir noch eine lustige Attraktion. Das ist einmal hier unter Fahrgeschäfte. Wo ist er? Der Collider. Da ist er. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Es gibt nämlich einen Jimmy Neutron Collider. Und der sieht ein bisschen anders aus. Und jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, so ein Ding kommt. Vielleicht ist es sogar das gleiche und es sieht ein bisschen anders aus. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Jimmy Neutron Collider ist ein bisschen anders. Machen wir den einfach mal auf. Und gucken uns mal an, wie der aussieht. Wir können ja einfach mal eine Probefahrt damit machen. Einen Ausgang nicht vergessen, sonst lösen sich die Leute wieder auf und fahren ins Nirvana. Und ja, machen wir einfach mal an. Probieren wir erstmal mit Testdummies. Ich setze mich einfach mal rein. Und das Ding geht total ab, finde ich. Schauen wir uns mal an. Okay, jetzt geht's noch nicht ab, aber wartet mal ab, wartet mal ab. Ja, es wird ein bisschen schneller. Wir drehen uns so langsam nach außen. Und irgendwann, oh, wir liegen schon quer hier. Oh. Das Ding hat so einen Überrollbügel nicht ohne Grund, also... Das Ding geht schon ab und gleich werdet ihr sehen, dass die noch ein bisschen anders aussehen. Hey, das Ding geht quasi in alle Richtungen, sage ich jetzt mal. Das baut sich quasi langsam auf und dann irgendwann steht das senkrecht. Warten wir nochmal eine Umdrehung. So, und dann fährt man im Prinzip, ja, wie so ein Karussell, so ein Riesenrad, einfach so ein Kreis, nur dass man sich dann quasi um sich selber dreht. Total geil, finde ich. Ich gucke das Ganze mal von außen an. So sieht es dann aus. Wir gucken uns auch nochmal an, wie sich das ausrichtet, wenn wir das mal anmachen hier. So, zack, instant da wieder. Und da fliegt das Konfetti. Und wir gucken mal, wie die Leute da drauf gehen. In der Zwischenzeit setze ich schon mal die andere Attraktion, die vielleicht... Ja, ist sie interessant? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach mal an. Wo ist sie denn? Na, da. Heißt Bumpy Derby. Nee, Bumpin' Derby, nicht Bumpy Derby. Das ist im Prinzip, kennt jeder von euch. Auf jeder Kirmes, glaube ich, gibt es so ein Ding. In Bumpin' Derby haben wir diese Autoscooter, die sich dann gegenseitig, ja, anhauen können. Total gut, um Mädchen anzumachen. Ich weiß, beste Anmache aller Zeiten, einmal in die Karre fahren. Und dann guckt man sich in die Augen und denkt so, oh, der Typ ist aber süß. Und dann direkt die Heirat danach. So,
ich habe es einfach mal auf Test gemacht. Ich weiß gar nicht, kann man das Ding testen? Fahren die Crash-Dummies von selber? Sie fahren von selber. Ja, genau. Rammt euch mal. Hier ist es mega schön detailliert, muss ich sagen. Hier oben sieht man die Funken fliegen. Ja, die fahren hier schön im Kreis. Ich mache mal kurz hier das Menü hier weg. So. Und da sehen wir... Es ist schön. Es ist nett. Es ist auch richtig tolles. Werde ich auf jeden Fall bei mir im Park, im Sandbox-Park bauen. Weil ich so ein Ding einfach mag. Keine Ahnung. Es ist einfach so stupide lustig. Und es ist so einer der wenigen Attraktionen, wo man eigentlich selbst bestimmen kann, was eigentlich abgeht, ne? Ja. Also die Crash-Dummies haben ein eigenes Leben. Sie werden sich bald erheben und werden dann den Krieg gegen die Menschen führen. Ah. Was sagst du dazu? Okay. Die ersten Leute kommen gerade rein. Ich mache das Ding auch mal auf, damit wir einfach mal sehen, ob das ein bisschen anders aussieht. Aber ich glaube nicht. Ob Crash-Dummy oder Mensch, das macht dem Spiel eigentlich gar nichts. Ich glaube, das hier ist auch mal der Hyperspin. Ist er neu? Ich würde mal behaupten, er ist neu. Oder habe ich den jetzt nicht in Erinnerung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er neu ist. Weil eigentlich nur, soweit ich weiß, der Collider und der Bumpin' Derby gekommen ist. Ich glaube, die Farben haben sich einfach geändert. Das kann sein. Der Cube zum Beispiel ist jetzt pink. Der war vorher einfach nur weiß, meine ich. In der Alpha zumindest. Und hier der Helion, den kennen wir. Was aber noch neu gekommen ist, ist ein neues Schienenfahrzeug. Der Sleigh Ride. Also der Schlitten. Und der Schlitten ist im Prinzip ein Flatride wie die Magic Cuts oder die Luna Autos. Diese alten Benz Autos. Baue ich einfach mal hier hin. Wir können das Ganze mal im Kreis laufen lassen, weil mehr passiert da auch nicht. Da haben wir einfach nur die Auswahl zwischen zwei Schienen. Einmal hier mit so einer Reling. Es ist keine Reling, es ist einfach eine. Er steht nicht dran. Es ist einfach so ein Gerüst, ne? Ich weiß nicht, ob man das Reling nennt oder ich glaube, das ist eher auf dem Schiff. Keine Ahnung. Aber wir können uns das mal angucken. Vor allen Dingen, ich mag das, wenn da nicht so ein Reling dran ist. Ich nenne es jetzt einfach Reling. Ist mir scheißegal. Und vor allen Dingen, weil... Ja, warum? Weil man das dann sehr, sehr schön in die Terraforming-Gebiete einbauen kann, sag ich mal, wenn man was drumherum terraformt, wenn man Steine drum macht. Dann sieht das einfach cool aus ohne Gerüst. Ich mach das jetzt einfach mal wieder hier dran. So. Na, geht's? Geht's? Klappt's? Kriegst du hin? Ich glaube nicht. Er kriegt es nicht hin. Machen wir nochmal neu hier. Mit ein bisschen mehr Schwung. So. Und dann machen wir das Ganze mal dran. Ah, so. Machen wir das Ganze mal dran. Verbindet euch. Küsst euch. Komm schon. Er will nicht. Dann machen wir die mal kürzer. So. Badums. Und aufmachen. Fertig. Und einmal testen müssen wir das. Es könnte ja sein, dass das Ding entgleist. Nicht wirklich. Aber egal. Es ist ein Schlitten rein. Es ist total niedlich, weil man das total schön in diese Weihnachtswelt einbauen kann, finde ich. Ich mache mal ganz kurz auf dunkel, damit wir mal sehen. Ups, das ist hell. Ob die eine Beleuchtung haben, das weiß ich nämlich jetzt auch nicht. Und ja, doch, die haben eine schöne Beleuchtung. Guckt euch das mal an. Das ist doch total nett. Guckt euch das an. Ich glaube nicht, dass ich jetzt damit ein On-Ride machen muss, oder Leute? Ach komm, ich mach's einfach mal, weil ich's kann. So. So sieht On-Ride aus. Hätte keiner, glaube ich, erwartet, dass das dann so krass aussieht. Wir haben hier diese zwei Lämpchen. Und diese zwei Lämpchen sind einfach nur da, um schön auszusehen. Nicht wahr, Bro? Ja. Okay. Ich gehe mal wieder raus. Von außen. Ich finde das wunderschön, muss ich sagen. Die Musik ist jetzt auch weihnachtlich geworden. Und ja, wir machen mal ganz kurz auch das hier nochmal fertig. Einfach, damit wir mal ein paar Leute anlocken. Falls jemand das nicht weiß, ich bin jetzt gerade hier im Sandbox-Modus und wir können machen, was wir wollen. Kein Geld, kein gar nicht. Also wie im echten Leben. Und wir bauen einfach hier unsere... Sachen auf, um das mal einfach auszuprobieren, weil ich das selbst noch nicht so kenne. Ich habe das nur so ein bisschen im Stream gesehen und habe mir gedacht, ach, wisst ihr was, das ist doch voll nett. Gucken wir uns einfach mal an. Dann gibt es sehr, 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 sehr viele Gebäudesachen, die neu gekommen sind. Im Prinzip ein ganzes Gebäudeset aus Lebkuchen. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass ein Lebkuchen-Set kommt. Ich habe eher damit gerechnet, dass vielleicht noch ein paar neue Tannen und so kommen. Da kommen wir später noch zu. Ich mache mal ganz kurz wieder auf hell, damit wir mal sehen, wie das überhaupt aussieht. 10 Uhr oder 12 Uhr, ist egal, machen wir mal 12 Uhr. Wir sind ja keine Frühaufsteher. Nimm mal jetzt hier so ein vorgefertigtes Haus. Ein festliches Haus zum Beispiel hier. Guckt euch mal das an, wie schön man Sachen da rausbauen kann. Mit Zuckerstangen und hast du nicht gesehen. Diese Dinger hier, die an der Tür sind, die mag ich besonders mit diesen komischen bunten Punkten drauf. Die macht meine Oma immer. Voll lecker. Dann haben wir hier so eins, da sehen wir das auch nochmal. Hier oben kommen als Schornsteinqualm kommen hier Lollipops raus. Total genial gemacht. Ich mache jetzt einfach mal hier eins hin. Also wir haben neue Baupläne hier, die kann man natürlich auch selber machen, wie immer. Da werde ich mal was bei mir im Sandbox-Park draus machen, glaube ich. Das passt unfassbar gut ins Märchenparadies, sage ich jetzt mal. Ins Märchenparadies, in den Märchenpark. Ich weiß nicht, was das sind. Das sind kleine Pfefferkuchen-Zuckergoss-Dinger. Die kann man hier noch dran kleben, sehen aber eigentlich auch so, ja, manchmal vielleicht auch ganz cool aus, vielleicht für Fantasy und so.
Das hätte ich jetzt zum Beispiel auch, ja, würde ich jetzt wieder benutzen, um irgendwas aus Fantasy zu machen. Hier so Verzierungen und so, elbisch und so, ne? Oder so ein Herz. Einfach auf dem Gehweg. Sieht cool aus, oder? Ich find's cool. Und dann haben wir hier diese, ja, Wände aus Lebkuchen. Könnte man vielleicht auch missbrauchen, weiß ich nicht. Für was anderes hier, weiß ich nicht, ob man da was vielleicht für Piraten oder so rausmachen kann. Müssen wir mal ausprobieren. Man kann ja so gut wie alles irgendwie für was anderes verwenden. Genauso unter Szenerie haben wir auch wieder viel dazu bekommen, vor allen Dingen Kleinigkeiten. Schaut euch mal diese Sachen hier an. Das sind Baumschmucksachen. Und guckt euch mal diese Kugeln an. Die sind gerade mal so groß, ja, sagen wir mal so personengroß, diese Kugeln. Also nicht riesig. Meistens sind die Objekte ja immer riesig, die man kriegt. Auch hier, ne? Fast so groß wie ein Kopf. Richtig klein. Man kann also sehr, sehr viele Details reinbringen. Wird natürlich die Performance auch richtig wieder drücken, ne? Aber hier, habt ihr ein paar Eicheln. Oder was ist das? Pinienzapfen, sorry. Keine Eichel. Und was haben wir hier? Lampenschirm. Okay, Lampenschirm. Also es sind halt verschiedene Baumdeko-Sachen. Jetzt brauchen wir natürlich neue Bäume. Und die haben sie auch reingepackt. Die haben wir nämlich hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo sie sind. Achso, hier, das machen wir erstmal, weil ich es gerade sehe. Mülltonnen aus, ja, es sollen wahrscheinlich Süßigkeiten sein. Ich finde, sie sehen eher aus wie Formel 1 Bumperreifen. Aber ist okay. Und dann haben wir hier neue Bänke. Die sehen aus nach Haribo. Lecker. Obwohl ich die nicht mag mit der weißen Füllung. Aber ist egal. Lakritz ist auch gut. Und dann haben wir hier, ja, in der Mitte, das sind diese schaumgefüllten Dinger da. Und ja, ich glaube, diese Würfelchen, das sind diese, ich mag die nicht, diese Dominosteine, die sind so eklig von innen. Ugh. Der eine mag es, der andere nicht, ne? Was haben wir hier noch? Hier ein Festtagsschmuck. Also so eine, ist es ein, wie sagt man, Animatronic, genau. Und die singen zu einem. Das Interessante ist, diese passen überhaupt nicht in den Rest des Parkes rein. Vielleicht ins Westerngebiet. Ja, aber sonst irgendwie nicht, finde ich. Und gucken wir nochmal weiter. Gepäck zum Beispiel haben wir hier. Also man könnte echt das Harry Potter Mahngleis 9¾ hier rausmachen, ohne Scheiß. Wir haben hier ganz viele Geschenkeboxen, die dazugekommen ist. Man kann also sehr, sehr viel schmücken hier noch. Wenn man zum Beispiel jetzt hier mal so ein paar Bäumchen hinmacht, ne? Ich meine im Stream einen speziellen Baum gesehen zu haben. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Was ich gefunden habe, sind die Lupinen. Das sind wieder kleine Büsche. Ich liebe ja diese kleinen Büsche, dass sind endlich mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Lebkuchenmänner haben wir hier, die kann man ausstellen. Auch eher weihnachtlich, also da kann man wirklich nichts anderes rausmachen, außer vielleicht Weihnachten oder Märchen. Ne, so ein bisschen Shrek oder so, kann man eine Lebkuchenfamilie hier hinstellen. Hier Vater, Mutter, Kind und Onkel oder der Weihnachtsmann und der Hund, der eigentlich ein Elch ist, aber er ist jetzt für mich immer ein Hund, weil er, weiß ich nicht, den kann man noch ein bisschen in den Boden setzen, so. Das ist der Hund mit den komischen Ohren. Und dann haben wir noch die Bäume, die neuen. Die ich sehr, sehr cool finde, weil die Leute, die mein Let's Play verfolgen in dem Sandbox-Park, wissen ja, dass wir so eine Schneeachterbahn schon angefangen haben, bevor es überhaupt Schnee gab. Und ja, da haben wir zum Beispiel einmal, also die Pfeilchen wollte ich auch nochmal zeigen, auch nochmal ein Gebüsch, was man machen kann. Viel, viel Abwechslung kommt dadurch rein. Und wo ist dieser Baum, den ich suche? Achso, Felsen gibt es auch neue. Auch wunderbar. Hätte ich mir dieses ganze weiße Gestrüpp da sparen können, was ich gemacht habe in meinem Park. Jetzt gibt es weiße Felsen. Wir haben hier auch nochmal Eisfelsen, so richtig, ja, eisige Felsen, sage ich jetzt mal, die ein bisschen kalt aussehen. Und jetzt muss ich mal gucken, wo dieser blöde Baum ist, den ich suche. Da ist er, die schneebedeckte Blautanne. Und die passen einfach wunderbar rein. Und jetzt kann ich hier hingehen, ich habe ja auch noch große noch, ne? Wir haben auch hier die normale, die ist, glaube ich, genau die gleiche sogar von der Form her, aber mit Schnee bedeckt. Und da spart man sich eine Menge Arbeit. Wenn ich mir jetzt die Arbeit gemacht hätte in meinem Park, ich hätte mir so in den Arsch gebissen, weil, ja, keine Ahnung, das ist einfach mega viel Arbeit gewesen sonst. Und ja, leider, leider kann man diese Texturen, die hier sind, ich mache das mal ganz kurz, die Texturen, die hier im Park sind, das ist jetzt hier so Graslandschaft, dann haben wir hier so ein bisschen Dreck und dann haben wir hier Schnee. Einmal richtig feinen Schnee und groben Schnee. Das sieht so ein bisschen nach Hoth aus. Ja, den kann man leider nur in diesem Park benutzen, was ich bis jetzt echt an diesem Spiel kritisiere. Man hat zwar so viele Texturen, aber in den verschiedenen Parks hat man halt echt nur eingeschränkt Texturen. Mega kacke, finde ich. Ich würde mir einfach wünschen, ich meine, so eine Textur kann ja echt nicht so viel Performance fressen, dass man einfach vielleicht noch ein, zwei mehr Texturen pro Park sich aussuchen darf oder so. Weil das schon ein krasser Unterschied ist, ob ich jetzt diese Textur bei mir in den Park reinmache oder halt aus Plastikstücken da irgendwie wieder Schnee bastel. Müsst ihr mal einfach mal im Sandbox-Park gucken, was wir da so gemacht haben. Ja,
ist schon ein großer Unterschied. Also diese Tannen haben wir hier und die können wir auch schmücken natürlich. Wir haben ja, wie gesagt, hier diesen Schmuck. Und den könnte ich jetzt hier zum Beispiel dranhängen, hier so eine Christkugel, ne? So, ein paar Glöckchen. Warum ist die so, die Glocke? Das verstört. Was ist denn mit dieser Glocke? Ach, die ist schon besser. Machen wir mal so. Ding, da ist sie. Die kann man auch dranhängen irgendwie. Ich mache es jetzt nur mal grob, das wollte ich euch einfach nur mal zeigen, was jetzt alles so neu gekommen ist. Das kann man benutzen. Aber was ich euch noch zeigen wollte, ist, ein Moment. Hier, Lichterkette. Und Lichterketten sind richtig cool. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier oben nur mal testweise eine dran. So ein bisschen, dass ihr erstmal sehen könnt, welche verschiedenen Formen es da gibt. Hier ist noch eine lange. So. Dann haben wir hier noch eine geschwungene. Hier haben wir eine riesige. Na, riesig ist übertrieben, ne? Aber ich meine, es gibt noch einen größeren Baum. Ich habe ihn irgendwo gesehen. Ich weiß nicht wo. Vielleicht werde ich den noch finden. Also auf jeden Fall mit diesem Schmuck kann man dann auch Bäume schmücken und so natürlich. Und das Beste, ihr habt immer gesagt, ja, mach doch mal einen Schneemann, mach doch mal einen Schneemann. Guess what? Wir können jetzt einfach einen Schneemann machen. Wir nehmen einfach diese Kügelchen hier. Badams. Badams. Tada! Der beste Schneemann aller Zeiten. Er kriegt noch einen Hut von mir auf. Was ist das denn für eine Mütze? Lustig. Ich möchte aber diesen Zylinder haben. Ein bisschen crooked, so ein bisschen auf der Seite drauf. So, das ist ein Gangster. Mit Beats-Kopfhörer. So. Ihr wisst, was ich meine. Man kann einfach viel, viel machen jetzt. Man kann viel, viel mit Schnee machen. Das Update kriegt von mir eine Note von 10 von 10, weil es einfach auch viele Sachen gepatcht hat. Zum Beispiel haben wir jetzt diese Funktion hier aktuell. Wenn ich da draufklicke, sehe ich immer die Items, die ich zuletzt verwendet habe. Das heißt, wenn ich jetzt mal den Filter hier ausmache, ich habe nach Schneemann gefiltert, sehe ich alle Items, die ich zuletzt verwendet habe. Das ist ungeheuer geil, weil wir die Leute, die immer Häuser gebaut haben, ja, teilweise immer wieder die Sachen raussuchen mussten. Und jetzt kann man einfach unter aktuell einfach immer alles sehen auf einem Schlag, was man benutzt hat. Und kann es immer wieder wie eine Palette quasi, ja, raussuchen. Und das ist einfach super. Wir haben jetzt diesen lustigen Schneemann. Ich hoffe, mal gucken, ob es jetzt hier auch so Arme für die gibt. Ups, nicht Schneemann, Schneemann. Ja, natürlich, Arme sind hier auch hier. Der zeigt euch den Mittelfinger. Tut mir leid, ich bin nicht für sein Verhalten zuständig. Der ist halt so. Und hier mache ich noch einen anderen Arm ran. Und der kriegt dann noch eine Pfeife. Und noch, nee, eine zweite Mütze. Nee. Einen Besen könnte er natürlich in die Hand kriegen. Wäre lustig. Oder er kriegt noch eine Fliege. Wisst ihr was, man kann so viel machen. Oder einen Eimer auf dem Kopf. Oder hierhin. Kann auch eine Möhre hier dran machen. Ne? Man kann so viel hier mitmachen. Und ich finde das mega cool, weil, ja, so Kleinigkeiten fehlen einfach. Man kann jetzt einfach, je mehr Objekte wir in dem Spiel haben, desto besser. Und ich finde es super von Frontier, dass die dieses Update kostenlos gemacht haben. Und, einfach, keine Ahnung, muss man einfach mal loben. Deswegen habe ich auch dieses Video gemacht. Weil ich finde, man sollte das mal so ein bisschen herausheben, was eigentlich in dem Spiel abgeht, was neu ist. Und vor allen Dingen, dass es kostenlos ist. Es ist jetzt nichts, was wir bezahlen mussten. Also es ist alles kostenlos gekommen. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das gilt auch für dieses Game und für dieses DLC oder Update. Es sind tolle Funktionen dazugekommen. Es sind sehr, sehr viele Baupläne dazugekommen für die Leute, die jetzt einfach mal gar keinen Bock haben zu bauen. Nicht nur zur Schneewelt, sondern auch hier, guck mal hier, haben wir die Schneemänner. Ist eine ganze Band hier, eine ganze Gang, die battelt. Und hier ein Schneemann, der von netten Lebkuchenmännern umzingelt ist. Und was haben wir hier? Guckt euch das mal an, wie süß das ist. Ist das nicht niedlich? Das ist doch total niedlich, oder? Wow. Finde ich super schön. Und das ist eigentlich an Attraktion, was alles neu gekommen ist. Wir werden im Sandbox-Park jetzt damit anfangen, ja, diese Sachen zu benutzen, weil wir jetzt mehr Möglichkeiten haben. Gerade bei mir im Fantasy-Park ist es einfach richtig toll, wenn wir solche Sachen haben. Wir haben neue Attraktionen. Dieses Ding, den Bumpin' Derby, möchte ich auf jeden Fall drin haben, weil er einfach so geil ist. Und schaut euch mal einfach an, was man alles Cooles machen kann. Ich habe einfach jetzt schon Bock, ein komplettes Winterland zu machen. Und vielleicht mache ich das auch mal. Wird dann vielleicht nicht so groß wie der andere Park, aber vielleicht einfach mal so aus Spaß ein bisschen, ne? Und ja, gucken wir mal. Also das sind richtig tolle Sachen, die dazugekommen sind. Sehr, sehr viel Arbeit steckt in diesem DLC, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben eine große kostenlose Attraktion bekommen. Wobei, ich glaube, die Leute waren sehr überrascht, dass diese Bumpin' Derbys gekommen sind. Weil die gar nicht angekündigt waren und ich glaube, die Leute eher hiermit was anfangen können als mit dem Collider, weil ich kenne den Collider nicht. Ich habe den noch nie gesehen. Und die Bumpin' Derby Autos, die kennt man ja hier, ne?
Also das kennt, also wer das nicht kennt, der war noch nie auf einer Kirmes. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch mal einfach so kurz auf den neuesten Stand gebracht, was es so alles Neues gibt. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bye!